Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Wenn ihr euch fragt, welche Saurier diese Woche an den Special Events Stop stehen oder welche Strike Events die Woche so auftauchen, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn das erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach: Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen! Damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, Ludi hat gestern Abend wieder die Saurier als auch die Strike-Events gepostet. Hier erstmal die Saurier. Ihr seht, es ist die Special-Event-Woche 31, müsste das jetzt sein. Mal schauen, ob wir jetzt im neuen Jahr einfach bei 1 anfangen zu zählen oder ob wir die Special-Event-Wochen weiterlaufen lassen. Thema ist Flugsaurier Pterosaurs. Ihr seht es auch unten drunter schon eingeblendet. Montag gewöhnlicher, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag seltene, Freitag und Samstag epische und Sonntag kommt ein legendärer. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie das wieder so machen. Und ja, welche Saurier ihr da fangen solltet, da sprechen wir natürlich jetzt drüber. Das Ganze beginnt heute am 31.12. um 16 Uhr und endet dann natürlich nächste Woche am 7. um 15 Uhr. Und ja, hier mal die gewöhnlichen. Da haben wir den Hatzecopteryx und den Dimorphodon. Ihr habt damit insgesamt 24 Versuche, also 12 je gewöhnlichem Flugsaurier und eine Stunde Spawn-Cooldown-Zeit. Sprich, spawnt ein Saurier, fangt ihr ihn, dauert es eine Stunde, bis ein neuer dort spawnt oder maximal eine Stunde, je nachdem, wie lange dieser Saurier eben schon gespawnt war. Auf welchen Saurier sollte man da jetzt gehen? Ja, Dimorphodon taucht momentan in der Dämmerung abends als auch morgens auf, was zurzeit eigentlich eine ganz humane Uhrzeit ist, wo man, denke ich, ein paar fangen kann. Und der Hatzecopteryx taucht nur in Parks auf. Taucht in Parks, glaube ich, tagsüber und in der Dämmerung auf. Und von daher ist es eine schwierige Entscheidung, ja, weil Dimorphodon sollte man momentan leichter bekommen und sollte man auch weniger DNA haben, weil er nicht so lange im Spiel ist wie der Hatzecopteryx. Jetzt ist es aber so, dass der Hatzecopteryx eventuell, das ist nicht so ganz sicher, es gibt einen Vogel, es könnte sein, dass es einen Hybriden gibt, nächstes Update. Es könnte der vom Namen der Hatzecopteryx beinhalten. Ist noch nicht ganz sicher. Also ich persönlich werde hier, da es auch eh nur einen Tag verfügbar ist, denke ich, alle Versuche einfach mitnehmen. Das, was gerade vor die Flinte kommt. Denn ein Tag, 24 Versuche, da macht ihr, glaube ich, nichts falsch, wenn ihr da auf beide geht. Wenn ihr natürlich noch keinen Dimorphodon habt oder keinen Hatzecopteryx, geht auf den, schaltet den frei, schaltet auch den Hybriden vom Dimorphodon frei. Der hat nämlich schon einen, von daher vielleicht eher auch die Tendenz Richtung Dimorphodon. Bei den seltenen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, ja. Vier Versuche, damit insgesamt 24 Versuche. Spawn-Cooldown-Zeit beträgt 3 Stunden. Rambutianer, Zungerepteros, Quetzalcoatlus und Tubandactylus sind hier am Start. Alles eigentlich ganz nice. Das Saurier Tubandactylus taucht in der Nacht auf. Die anderen, also Quetzalcoatlus und Zungerepteros, tauchen, glaube ich, tagsüber auftauchen. Und Arambutianer, beziehungsweise die tauchen im Park auf. Ich schaue gerade mal nach. Aber Arambutianer, das ist auf jeden Fall einer, der ist Arena-exklusiv. Sprich, da kommt ihr wild nicht so leicht ran. Und genau, Quetzalcoatlus taucht jederzeit im Park auf. Und die anderen müssten global, glaube ich, auftauchen. Tubandactylus komplett global. Ne, die Flugsaurier, okay. Sehe ich gerade nicht, wann sie auftauchen. Das müssten wir nochmal rausfinden, wann die auftauchen. Vielleicht wisst ihr es und schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich sehe gerade in der Übersicht nur Tubandactylus und die anderen. Kann auch sein, dass die gar nicht wild spawnen. Wie gesagt, Quetzalcoatlus. Okay. Sprich, das wäre dann nur. Okay. Okay, passt schon. Also, Arambutianer ist Arena-exklusiv. Tubandactylus taucht nachts global auf. Quetzalcoatlus taucht im Park jederzeit, kann der auftauchen. Und Zungerepteros taucht momentan, glaube ich, also anscheinend nicht auf. Höchstens bei speziellen Gebäuden, weil ich bin mir dazu 100% sicher, dass ich da auch schon welche von wild gefangen habe. Kann sein, dass der nur an speziellen Orten auftaucht und Arambutianer ist Arena-exklusiv. Von daher die Empfehlung geht in Richtung Arambutianer und Zungerepteros. Zwar hat der Tubandactylus momentan schon einen Hybriden,
Aber die beiden sind schwerer zu bekommen, der Rambogianer und Zungerypteros, und der Quetzalcoatlus ist sicherlich auch nicht einfach zu bekommen, denn der spawnt nur im Park, das zwar zu jeder Zeit, aber Parkflächenspawns sind relativ begrenzt. Dann Freitag bis Samstag die epischen, sprich Freitag 16 Uhr bis Sonntag 15 Uhr dann. Alankab, Pteranodon und Darwinopterus. Darwinopterus relativ neu im Spiel und Pteranodon, die beiden tauchen im Park auf. Der Alanka taucht gar nicht wild auf, der ist Arena-exklusiv. Und Alanka bekommt man momentan in der Arena relativ viel. Vielleicht gehe ich hier dann auf den Darwinopterus tatsächlich mal. Für den Fall, dass er oder Pteranodon oder beide sogar einen Hybriden bekommen. Pteranodon ist schon länger im Spiel, habe ich schon etwas mehr DNA gesammelt. Von daher gehe ich hier Richtung Darwinopterus. Was man hier noch sagen muss, hier oben drüber steht 9, 6 Versuche sind aber in Wirklichkeit 9. Also verlasst euch schon mal darauf, dass es 9 Versuche, 3 pro epischen Saurier sein werden. Und die Spawn-Cooldown seit 6 Stunden. So, dann Sonntag bis Montag. Sonntag 16 Uhr bis Montag 15 Uhr, 7.1. Da ist der legendäre Ankylosaurus da. Ihr habt einen Versuch. Da bin ich ja mal gespannt drauf, wie viel DNA wir sammeln. Freue mich schon drauf. Die DNA solltet ihr mitnehmen. Ist kein schlechter Saurier, wenn ihr den noch nicht habt und dann jetzt vielleicht freischalten könnt. Tipptopp, nehmt den auf jeden Fall mit. So, kommen wir noch zu den Strike Events. Ihr seht es hier eingeblendet. Das Thema ist Various, also diverse. Auch von 31. Dezember heute, sprich 7. Januar, 15 Uhr. Strike Events beginnen immer an dem Tag, wo sie genannt werden und enden dann quasi den Tag darauf, wo sie enden, sprich, wenn wir das uns jetzt anschauen, für Montag, für das Self-Increase, das beginnt heute 16 Uhr und endet morgen Dienstag um 15 Uhr. Was man hier sagen muss, sie haben nur zwei epische Brutkästen da drauf, beziehungsweise epische Strike-Events. Das ist am Dienstag das Boss-Event und am Freitag das siebenstufige. Dienstag wird dann ganz sicher das Flugsaurier-Duo sein und am Wochenende sind das die Immunen, wie angekündigt. Was ich aber persönlich glaube, dass heute trotzdem das Indominus Rex Strike-Event kommt. Denn es ist in den Gamefiles so vorhanden. Ich glaube, hier hat der Praktikant gepennt, genau wie eben bei den 6 Versuchen. Das sind auch 9 Versuche. Ich gehe davon aus, dass es in Indominus Rex Strike Event heute kommt. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann machen wir nur zu den beiden epischen Strike Events einen Guide. Wird auf jeden Fall easy. Ja, so viel schon mal dazu. Ihr seht, es sind wieder alle Sorten dabei. Cunning, Hybrid, Showcase. Finde ich persönlich gar nicht schlecht, weil dann kann man von jeder DNA die Woche über ein paar Sachen sammeln. Sonntag dann noch High HP, ein seltener Brutkasten. Und Fierce haben wir auch dabei. Ja, ich denke, das sollte soweit klar sein. Ich wünsche euch diese Woche viel Erfolg beim Sammeln auf jeden Fall. Wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, nächstes Video, nächstes Stream. Sehr wahrscheinlich im neuen Jahr dann. Macht's gut, bis dahin und. Ciao und nochmal vielen Dank für den Support dieses Jahr.